Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Destiny. Wir spielen den neuen DLC, und zwar das Erwachen der Eisernen Lords oder Rise of the Iron Lords. Und zwar wieder natürlich auf der PlayStation 4 und wieder natürlich, ich sag's vorweg, an die ganzen Destiny Pros da draußen. Ich bin kein Pro. Ich möchte einfach nur das Spiel durchzocken, bisschen Spaß haben, aber so in die ganzen Tiefen und hier, ich suche mir stundenlang die heftigste Waffe und so weiter, das bin ich nicht, dazu habe ich auch gar keine Zeit. Ich möchte einfach nur ein bisschen euch das Spiel präsentieren. Hier in dem ersten Part wäre es auch cool, auch wieder an euch, Destiny Profis gerichtet, wenn ihr ein paar Tipps raushauen würdet zum neuen DLC, worauf sollte man achten, wo gibt's coolen Stuff, wo gibt's coolen Loot einfach, dann könnte ich direkt schon in der nächsten Folge drauf eingehen, denn ja, mit eurer Hilfe sollte das machbar sein. Wir starten einfach mal direkt die erste Mission, König des Berges. Und bevor wir das tun, eine Bewertung eurerseits für das Video wäre super. Danke dafür, für euren Support, auch allgemein bei Destiny lief das eigentlich immer sehr gut. Stimmt, noch eine Sache, bevor ich das vergesse. Womöglich, man munkelt, soll es auch zu den Eisernen Lords ein Gewinnspiel geben. Wenn ich da genaueres weiß, werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Ich sag's nur mal jetzt schon mal, dass ihr Bescheid wisst. Ah, okay, ich will was abkassieren. Ich bin hier bei Sorgman an der richtigen Adresse. So, das war's. Wir starten jetzt. Let's go. Ich bin gespannt, was der neue DLC zu bieten hat. Denn soweit ich das verstanden habe, klärt mich da auch gerne auf. Jahren oh, ich halte meine Klappe Untergang erstmal. Gab es keine Hüter. Es gab nur Eiserne Lords. Unsterblich, unerschrocken, kämpften wir, um die Überlebenden einer einst großen Zeit zu beschützen. Es ging um mehr, als aus den Schatten zurückzukriechen. Die Eisernen Lords sollten der Menschheit ihre Zukunft zurückgeben. Manche kennen die Legende, doch niemand weiß wirklich, wie die Eisernen Lords ihr sicheres Ende fanden. Das musste man mit eigenen Augen sehen. Als Zeugnis. Als Erinnerung. Dass sogar Helden sterben können. Und überleben nicht siegen bedeutet. Nun bin ich der einzige Wächter. Meine Wache währt ewig. Und ich warte auf den Tag, wenn das, was wir gestört haben, erwacht. Die Eisernen Lords sind nicht mehr. Doch unser Kampf ist noch nicht vorbei. Also, die Cutscene sieht schon mal sehr geil aus. Das Haus der Teufel ist zurück. Sie durchsuchen Forschungslabore des goldenen Zeitalters im ganzen System. Das ist kein Zufall. Sie haben eine Mission. Zuerst war die Vorhut nicht sonderlich besorgt. Jedenfalls nicht, bis die Teufel sich entschieden, wieder ins Kosmodrom zurückzukehren. Die Teufel verfrachten Ressourcen in ein Gebiet in der Nähe, das schon seit Jahrhunderten still liegt.
Eigentlich würde ich sagen, ein Tag wie jeder andere. Außer, dass alle darüber reden, dass Lord Saladin seinen Posten beim Eisenbahner verlassen hat, um sich persönlich um die Situation zu kümmern. Doch statt uns direkt ins Kosmodrom zu schicken, will Saladin, dass wir ein verlassenes Observatorium in den Bergen untersuchen. Seltsam. Eine Gefallenengruppe hat den Fellwintergipfel erobert. Wir sind unterwegs, doch wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Du musst das Observatorium am Gipfel sichern. Es ist unabdingbar, dass die Gefallenen auf diesem Berg nicht Fuß fassen. Okay, so. Können wir jetzt in die Action uns stürzen? Wäre ganz nice jetzt. Yes. Okay, beginnt dich nach Altrussland. Wenn die Berg hinaufarbeiten, dann ist es ihr Ziel, das Observatorium Vostok zu erobern. Vladivostok! Was würden die Gefallenen denn mit einem verlassenen Außenposten wollen? Dinge, die besser begraben bleiben sollten. Okay, wisst ihr was? Warte mal. Es gibt eine Gondelbahn in deiner Nähe. Sie ist zum Observatorium hinauf. Boah, der redet aber ganz schön angestrengt. Boah, ich muss es auf Spannung trimmen. Yeah, Mann! Komm, lass uns nach Vladivostok gehen. Gut, Leute, bevor wir uns in die Action stürzen, hier an euch, wie gesagt, an euch Pros. Ja, denn bei Destiny gibt's immer wieder Leute, die richtig gute Tipps geben und darauf setze ich das auch hier wieder. Ich kann euch kurz mal meine Ausrüstung zeigen. Wie gesagt, jetzt natürlich für den neuen DLC ist es jetzt nicht sonderlich krass, aber es geht schon. Es geht schon. Also für jemanden, der so ein bisschen casual zockt, denke ich, geht das noch gerade so in Ordnung. Ich zeige euch einmal kurz, dass ihr einen kleinen Überblick habt, was ich so am Start habe, damit ihr vielleicht gegebenenfalls mir irgendwelche Tipps geben könnt. Hier, den Scheiß brauchst du nicht, sondern hol dir lieber das und das, geht schnell. Denn, wie gesagt, wenn du so viele Spiele im Jahr zockst, wirklich sehr, sehr viele, ihr seht es ja selber, was ich für Let's Plays mache, immer wieder über das ganze Jahr verteilt, da kannst du Destiny nicht bis zum letzten alles zocken. Das geht zeitlich einfach nicht. Das habe ich auch bei Division nicht geschafft. Und das geht einfach nicht. Deswegen ist es halt bei mir so ein bisschen casual. Aber die Videos werden ja trotzdem immer ganz gerne geguckt, zumindest so. Auch natürlich immer wieder kritisiert. Du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Aber ich sag's ja immer vorweg. Ich sag's ja selber. Ich bin nicht krass in dem Spiel oder so. Ich sag's ja selber. Deswegen sind Tipps immer wieder gerne gesehen, ja? Ich habe gar kein Problem damit, mit Tipps geben zu lassen. Ich frage ja extra danach. So. Und ich sag's auch jetzt schon mal vorweg, ich werde das erste Video auch nicht so lange machen. Denn bei mir hat sich das jetzt mit dem Update und alles so dermaßen hingezogen. Wahrscheinlich habt ihr das ja selber erlebt, wenn ihr den DLC gestartet habt, um die Mittagszeit rum. Also, die Server waren so krass überlastet, ich konnte mein Update nicht mal laden. Ist hier noch ein Gegner? Ne. Da waren für das Update 1.28, glaube ich, warum auch immer ich das nicht hatte. Das war 13 GB groß. Er wollte das 7 Stunden laden, die Scheiße. Ich denke so, nein, mach ich nicht. Alles klar? Nicht mehr aktiv. Zockst du erstmal ein bisschen den neuen Star Wars DLC? Oh, warte mal. Hier kann man hoch. Hab mir den neuen Star Wars DLC runtergeladen, plus Update auf der Xbox. 6 GB. 15 Minuten. Oder 20, allerhöchstens. Also die Server waren so überlastet und das hat sich alles sehr krass hingezogen, einfach nur. Deswegen wird das erste Video nicht so lang. Und ich weiß auch gar nicht, wie lang die Story geht. Wahrscheinlich wieder nicht so lang, sondern eher der neue Strikes und so weiter, oder? Bei so einem Empfang könnte es eine Spur zu ehrgeizig sein, das gesamte Observatorium absichern zu wollen.
Es gibt einen Innenhof im hinteren Teil der Anlage. Wenn du ihn sichern kannst, dann sollte es dir möglich sein, sie bis zu unserem Eintreffen vom Eisentempel fernzuhalten. Okay. Moment mal. Eisentempel? Sowie Eisenbanner? Eiserne Lords? Bleib konzentriert. Es steht hier zu viel auf dem Spiel. Pass auf! Okay. Kleinen Pisser, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt, Junge. SKO, macht euch K.O., Junge. Zack. SKO steht übrigens für Snapperkill One. Merch kommt bald. Nein, Spaß, keine Ahnung. Wäre aber krass, ehrlich gesagt. Nein, ich hab noch Minischen mehr. No. Muss ich so wegmachen. Ich bin übrigens echt zufrieden mit meiner Hauptwaffe. So schlecht ist die auch nicht. Jetzt vielleicht mit dem neuen DLC alles natürlich wiederum schon. Ich weiß, aber... beim letzten DLC war die noch ganz, ganz dufte. Mir gefällt diese kleine Metallschachtel nicht mehr. Oh, Alter. So einen Treffer können wir nicht nochmal wegstecken. Spring! Okay. Okay, kleiner Geist. Fellwintergipfel. Was ich nicht verstehe. Wenn es da oben etwas Wichtiges gäbe, warum hat die Vorhut diesen Tempel all die Jahre nicht beschützt? Der Verantwortliche für diese Städte und ihre Geheimnisse bin ich. Okay. Du-du-du-dum. So. Ruhig. Nein! Boom! Granatengott, Johnny! Jawohl. Oh, scheiße, ich werde direkt beworfen mit grünen Engramm. Junge. Hör bloß auf. Also, ich kann ja jetzt schon eigentlich quasi das Spiel wieder beenden, oder? Ich habe jetzt schon alles gesehen. Du weißt schon, dass hier mehr als nur ein paar Gefallene sind. Nur fürs Protokoll. Solo-Stamm. Wir können es uns nicht leisten, dass auch nur einer sich das aneignet, was sich auf diesem Berg befindet. Solo-Stamm. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen dann nochmal hoch und dann könnte das Video schon langsam auch enden. Es wäre ja ein bisschen traurig, wenn die Story wirklich nur 1-2 Stunden geht, auch wenn es nur 3 Stunden gehen würde, fände ich das ehrlich gesagt ein bisschen traurig, denn wenn ich es richtig verstanden habe, soll doch dieser DLC so ein bisschen der Ersatz sein für Destiny 2, oder nicht? Sollte nicht ursprünglich dieses Jahr Destiny 2 erscheinen und dann haben sie sich entschieden, doch das zu bringen? War das nicht irgendwie so ähnlich zumindest? Boom, Junge! Ein kleiner Pisser, ey. Okay. Let's go. Warte mal, ist hier oben noch was? Ich frag mich auch immer wieder, ob es denn bei den neuen DLCs irgendwelche geheimen Kisten gibt oder sowas. Also solche Sachen könnt ihr mir gerne alle mal reinschreiben. Denn kann ich, wie gesagt, bei der nächsten Folge auch drauf eingehen, auf akute Tipps. Hier war doch noch einer. Oh, scheiße. Sei vorsichtig. Ich registriere da etwas in unserer Nähe. Granatengott Johnny! Voll versagt. Na? Hm.
Was soll das? Habt ihr gesehen, die feige Sau? Komm her. Ja, komm her. Wo ist er hin, Alter? Er schießt und dann rennt er um sein scheiß Leben. Ach, zu dem hier. Zum Möchtegern-Captain, oder wie? So. Okay, ich guck nur, wo wir das Video dann ganz cool beenden können. Oh, das ist doch ein ganz guter Moment. Wie gesagt, das erste Video wird ein bisschen kürzer, das nächste sollte dann ja an die 20 Minuten wollte ich schon die Videos machen. Aber damit ich das wirklich noch heute schaffe, das Video rauszuhauen für euch, beende ich das Ganze hier. Wie gesagt, also wenn ihr Tipps und Tricks habt, haut sie gerne in die Kommentare, euren Eindruck vom DLC gerne auch, wenn ihr es schon länger gezockt habt, vielleicht sogar schon durchgezockt habt direkt, wer weiß. Und eine Bewertung eurerseits für das Video wäre auch super nice. Danke dafür, bis zum nächsten Mal und tschüss.